Brunner. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, eigentlich dachte ich, schlimmer geht's nimmer, aber es geht manchmal doch noch schlimmer. Und ich will Ihnen, der Vorrednerin, einen guten Rat geben. Gehen Sie doch in die muslimischen Länder, die Sie beschrieben haben. Dort fühlen Sie sich mit Ihrer homophoben Haltung wohl. Da gehören Sie hin. Und ich sage ganz deutlich, am Tag gegen Islamophobie, diesen Tag gegen Homophobie, gegen Transphobie, sollte man noch einen Tag gegen Islamophobie und andere Religionen mit anfügen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben am vorvorigen Tagesordnungspunkt in sehr großer Übereinstimmung in diesem Hohen Hause darüber debattiert, dass Antisemitismus in diesem Land inakzeptabel ist und alle Menschen in einem freien Land, der freien Bundesrepublik Deutschland, den Schutz des gesamten Staates bedürfen. Das war gut, das war richtig und darauf sage ich ganz deutlich, war und bin ich stolz. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wäre genauso stolz wie die vielen, vielen Menschen dieses Landes, die geboren sind als schwul, als lesbisch, als inter, als trans, als Menschen dieses Landes, wenn sie die gleiche Achtung, den gleichen Respekt und den gleichen Schutz in diesem Land in allen Bereichen erfolgen würden. Und dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren, gehören nicht nur die Sonntagsreden, dazu gehören nicht nur die Erklärungen, die wir abgegeben haben, als wir alle sehr glücklich waren, dass die Zeit der Ausgrenzung der Zweiklassengesellschaft zwischen heterosexuellen Ehen und homosexuellen Verbindungen beendet wurde, dass wir hier in diesem Hohen Haus eine Entscheidung in großer Übereinstimmung finden konnten, dass Menschen gleich welchen Geschlechts ehelichen können, dass wir überwunden haben in diesem Land die verwerfliche Gesetzgebung und die verwerflichen Verurteilungen gegenüber Männern, die nach § 175 verurteilt wurden. Darauf können und dürfen wir stolz sein, und das müssen wir auch sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber mit der Rehabilitation nach 175, mit der Ehe für alle, mit den Anpassungen, die der Kollege Müller angesprochen hat, die das Bundesverfassungsgericht erfordert, das auch gleichzeitig unsere Entscheidung im Deutschen Bundestag erfordert, ist das noch nicht erreicht, was wir in diesem Land und überall auf dieser Welt zu erreichen haben, nämlich die Würde im Umgang des Menschen, die wir bei dem Gedenken an unser Grundgesetz mit angesprochen hatten. Denn die Würde des Menschen ist nur dann vorhanden, wenn eine Gesellschaft in der Lage ist, sich an den Rechten der Minderheiten eines Landes zu messen. Nur so gut, wie es Minderheiten geht und wie Minderheitenrechte geschützt sind, so gut geht es einem Land, so gut ist seine gesellschaftlich-moralische Verfassung. Und dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir noch viel zu tun. Denn diese Kinder in diesem Land, gleich ob sie im Alter von mir sind oder noch kleine Säuglinge, die irgendwie geboren sind, die geborgen vielleicht in ihrer Familie sind und aufwachsen, wollen nicht nur, sondern haben einen Anspruch, in den Schulen, auf dem Schulhof nicht als Schwuchtel oder Lesbe bezeichnet zu werden, sondern als gute oder nette Schülerin, als Freundin oder Freund bezeichnet zu werden, in dieser Gesellschaft aufgenommen zu werden, die gleichen Chancen zu bekommen, die gleichen Chancen so zu leben, wie sie leben wollen. Denn niemanden hier in dem Hohen Hause wird irgendjemand vorschreiben, wenn er heterosexuell verheiratet ist, mit wem er die Ehe eingeht. Aber bei anderen hat man die Meinung, man müsse das Gesicht etwas verziehen oder sagen, wir haben es euch ja erlaubt. Nein, es gibt kein Erlauben, sondern es ist ein ureigenes Menschenrecht, dass Menschen diese Entscheidung selbst zu treffen haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich an diesem Tag, der mit der Idaho-Erklärung auch der meisten europäischen Staaten endet, einen Wunsch oder einen Traum mit ansprechen. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir den Idaho nicht mehr begehen müssen, sondern dass Menschenrechte, dass Achtung von homosexuellen Menschen, von transsexuellen Menschen, von intersexuellen Menschen, von Menschen, die Minderheiten gleich welcher Art sind, ob sie nunmehr in diesem Land geschlechtlich oder ethnisch eine Minderheit sind,
nicht mehr begehen müssen. Und deshalb fordere ich uns alle auf, so wie wir in Übereinstimmung den Antisemitismus beschworen haben, uns gemeinsam an den Tisch zu setzen, gemeinsam zu debattieren, wie es uns gelingt, im Artikel 3 Grundgesetz eine einheitliche Lösung zu finden, bei dem wir wirklich alle Minderheiten dieses Landes im Schutz unterstellen. Und dazu gehören auch die sexuellen Minderheiten mit Selbstverständlichkeit dazu. Herzlichen Dank. Sagt Karl-Heinz Brunner für die SPD. Und während...